Ach so. BILL, da, der Ja, von ich weiß Left 4 schon. Dead, dieser Promo, Ich weiß. Promotionaler. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss Okay. alles kaputt kloppen in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwie Heilung kriege oder sowas. Oh, Heilung. Hallo. Pills hier. Grabbin' Pills. Einfach Pilz hier. Pills. Grabbin' Pills. Was? Warum kriege ich eine Maschinenpistole? Warum? Hector und Koch Maschinenpistole MP5. Ich brauch. Okay, jetzt weiß ich, warum ich die kriege. Riesen der Suchtschied. Nö, zwei Zombies gleichzeitig, die einfach nur viel zu viele Leben haben. Hallo. Okay, jetzt sind sie tot. Das finde ich nett von denen. Das finde ich sehr nett. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Na, nach Hause zu Mom. Zu der Mom, die einfach um die Ecke schaut. Mom? Ich habe eine First Aid Solution Mom? gefunden. Emergency First Aid. Voll geheilt. Ja. Der war Notfall. Echt, ey. Emergency. Hallo. Ist hier in dem Raum irgendwas drin? Emergency Room, schlechte Anspielung. Schlechte Serie. Ja. An alle Idioten, Okay. die sich dieses Video ansehen werden, guckt Scrubs die Anfänger. Ist eh besser. Aber soll ich jetzt in diesen scheiß Aufzug da oder soll ich hier runter? Ja, okay, Ich darunter weiß dann. nicht. Darunter kann ich sowieso nicht, also muss ich wohl Also dann ich in den würde mal Aufzug. sagen. Du wirst sagen, was? Verstehe ich nicht ganz, aber egal. Jetzt verstanden? Nee. Ist ja auch egal. Ich kann auch den hier machen. Das hören Welchen? jetzt bloß die Leute in der Aufnahme. Und ich, wenn du es hochgeladen hast. Mach mal einfach das derbe Klappungsrohr und versuche jeden Zombie, den du findest, der nicht gerade Fernkampfwaffen hat, damit zu klappen. Die machen zu viel Schaden dafür. Wenn er tot ist, bin ich auch tot. Na hey, das ist doch nur eine Pattsituation. Ich bin gerade mit dem Aufzug gefahren. Ich will nicht wissen, was hier passiert jetzt. Der Aufzug wird abstürzen, du bist tot. Nee, der Aufzug ist nicht abgestürzt. Die Treppen. Treppen. Stairway kann ich nicht aufmachen. Schade. Ich will auf die Treppen. 3D-Treppen! Scheiße! Oh, geil! Geh weg, Zombie! Ich hasse dich! Geh weg! Ich klopp dich! Er ist tot. Aber wie derbe wenig Angst ich habe, wenn ich einfach nur mit irgendjemandem rede. Das ist voll unnötig. Irgendwie. Hallo Heilung. Hallo Unnötige Munition. Sachen. I'm sitting here all day long watching these people stare at each other without any emotion. What did they do to deserve such a fate, I wonder? Was zur Hölle ist das für eine Note? Was will der für andere Menschen sehen, wenn die einzigen Leute, die du in dem Spiel je siehst, Zombies sind? Nein, das ist so eine Note, die ich gefunden habe. I'm sitting here all day long watching these people stare at each other. Mann! Wo bist du gerade? Keine Ahnung, das sieht aus wie so ein Geisteskrankengehäuse. Tja, Genau. ist ja klar, warum die sich alle sehen und anfangen. Muss! Oh, jetzt ist mir schon wieder so ein fliegendes Viech ins Gesicht gefetzt. Und hat mich angekotzt. Inne kurz. Ich dachte gerade schon, ey. Ich kann die Tür. Nein! Nein, 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 nein! Nein. Ich gehe da ganz bestimmt noch nicht rein. Nein. Wieso? Wo? Zombies? Okay, ich muss da doch rein. Schade. Okay, ich will. Kamikaze! Was habe ich jetzt gefunden? Ich habe ein Messer gefunden. Ach. Was? Was bist du Ach ja, was bist du denn für ein Süßer? Ja, komm mal her! Ja, komm mal her! Guck mal, ich hab eine Pistole, du! Ja, jetzt bist du tot, oh, wie schade! Wenn du jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könntest. Dein Skype-Profilbild ist schon genug. Das denke ich auch. Ja.
Aber was zur Hölle ist das für einer? Okay, ich muss erstmal die Note aufheben, vielleicht bringt er. It was so simple, just take the knife and do it. Ja, wenn dieser Typ nicht auftauchen würde, dann würde ich das machen. Wenn ich jetzt nämlich wieder aus dem Raum rausgehe. Hallo Viech! Hallo? Das ist ein Typ mit einer Zwangsjacke. Psycho. Ja, aber echt. Ich kann rennen. Ich renne. Wow, Alter. Der Typ kloppt mich. Kannst du denn rennen? Der Typ kloppt mich. Aufzug, geh zu. Alter. Dieses Vieh. Und jetzt fahrt ihr gemeinsam Fahrstuhl. Nö, ich habe es ausgesperrt. Forever alone. Echt, ey. Wow, Headcrabs. Echt? Headcrab Remakes. Sorry. Schlechte Headcrab Remakes, die ziemlich viel Schaden machen. Du meinst so Reskins? Ja, Reskins meine ich. Ja. Hier ist noch Heilung drin, ein bisschen gewesen. Das finde ich schön. Oh, Zombie. Hallo, ich hack dich einfach. Hack. Aua, in Hack. In Hack. In Hack. Nö, in Backstab. Ich probiere ihn jetzt mit dem. Mit der Keule zu kloppen. Wow. Wie weit er einfach weggekloppt wird. Aber ich muss neu laden, so ungefähr, weil ich zu wenig Leben hatte. Okay. Die derbe, mächtige Keule. Ja, sie macht einfach One-Hit. Hallo. Hallo, Zombie. Hack. Die sind einfach weg, Fan. Das muss ich mir ja dann unbedingt angucken. Ich mag die Keule. Wo muss ich jetzt eigentlich hin, um den Schlüssel, um das Messer da in das Schlüsselloch reinzutun? Und ich dachte, Messer wären dazu da, um jemanden zu backstabben. Nö, dieses Messer da nicht. Muss ich da lang? Na gut. Ich hoffe mal, ich muss da lang. Ich hoffe es wirklich. Weil dieses Teil dient als Schlüssel, weißt du. Aha. Und ich dachte, du müsstest im Drogen-Kreigi-Modus irgendwie nach Hause finden, während du dich durch die Welt halluzinierst. Ich halluziniere immer noch. Ach fuck. Dieser Lüftungsschacht hat ein Dead End. Totes Ende. Ich hüpfe in einem Lüftungsschacht. Was? Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Ich hüpfe in einem Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Okay. Findest du denn nicht auch, dass Lüftungsschächte einfach romantisch sind? Ich meine, du hast deine eigenen vier Wände für und einen langen Gang. Weißt du, wie schön das ist, zwischen Rost hier und einem Headcrab Reskin gleich dort um die Ecke? Ach, ist es so schön. Das hat gerade gepasst! Mit dem Headcrab Reskin. Ich komme aus dem Dings, aus dem Lüftungsschacht raus und du sagst irgendwas von Headcrab Reskin und das Teil hüpft mir ins Gesicht. What the? Und wenn man will, können sie auch auf Bestellung herkommen und dich töten. Vor allem dieses scheiß Vieh in seiner Kiste. Kennst du das Vieh in der Kiste noch? Nein. Kennst du dieses Kistenvieh noch von was zum ersten Mal in diesem Bahnhof aufgetaucht ist? Bahnhof? Ja, in diesem, keine Ahnung, U-Bahn-Stadt. Was bist du denn? Ich kapier dich nicht. Vati. Er hat rumgekotzt. Es war einfach nur ein derbes, langsames Vieh. I am Heavy Weapons Guy. Okay. And this is my Kotze. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Okay, ich habe Angst vor diesem Raum. Ich habe sehr viel Angst vor diesem Raum. Was genau passiert hier gleich? Warum hast du Schiss, wenn du mich schon als Co-Kommentator dabei hast? Weiß ich nicht. Weil dieser Raum hier nichts bringt. Achso, Note. Patient 311363. Notizzettel. Bitte denke daran, eine Tüte Milch zu kaufen, wenn du nach Hause kommst. Unterzeichnet Mom. Nö, das ist irgend so eine Einlieferungsbescheinigung von dem Dad von diesem Typen. Was? Jetzt geht es also nicht mehr in Richtung Mami, sondern in Richtung Papi? Ich darf Auto fahren! Yay!
Ich hoffe, ich darf das. Ich hoffe, der Typ macht das jetzt nicht von alleine, sondern ich darf das selber. Bitte, lass mich Auto fahren. Die mächtigste Waffe im Spiel. Ein Auto. Einfach überfahren. Ja, einfach so ein Zombie so. Wow, derbe schlechte Cutscene. Der Typ fährt mit dem Auto auf einer Landstraße. Ist der ja, Ladezeit! Und hat einen Führerschein? Keine Ahnung. Man hatte 5 Sekunden lang ein Screen, wo ein Auto rumgefahren ist auf der Landstraße. Es ist nicht mal irgendein. Ach egal. Es hatte nicht mal irgendwelche Animationen oder sowas. Es ist einfach nur da geklebt und der Boden hat sich bewegt und auf einmal kommt eine Ladezeit. Gag, 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 gag! Auto, Ladezeit. Gut. Ach fuck. Ich hab das nicht gelesen jetzt. Ach, ist doch egal. Sollen die einfach das Video anhalten, Google-Übersetzer aufmachen und dann klappt das schon. Okay. Suzanne Cross General Hospital. Okay. Ein bisschen eisig, findest du nicht? Was? Schlechter Flachwitz. Oh. Susan Frost und so, ne? Da kloppt schon wieder sich ein Zombie durch die Gegend, den ich wieder mit der Keule gekloppt habe, weil er nichts dagegen tun kann. Die mächtige Dark Souls Keule. Das ist echt voll eine Dark Souls Keule. Einfach so klopp. Nee, man muss sich das vorstellen, wie bei solchen alten Häusern. Das sind ja die Wände aus solchen Stahlrohren, mit wo halt der Beton befestigt ist. Das heißt, dein Rohr hat so eine Betonerweiterung oder was? Ja, das ist so ein Stahlrohr mit so einer etwas größeren Keule dran. Ich würde sagen, dass ein gutes Kloppwerkzeug ist, ja, ne? Vor allem, weil es 2 Sekunden lang braucht, um auszuholen, damit es endlich mal zuschlägt. Archives. Reingeben. Natürlich darf ich erstmal in den dritten Stock laufen, dass ich dahin komme, wo mein Daddy ist. Ich glaube zumindest, dass dann da mein Daddy ist. It's raping time. First Aid Station. Und dann kommt dein Daddy dann so an. Bobo Beutlin. Gag. Du bist tot. Keine Sorge, Leute, das ist ein Insider in unserer Konfi. Bobo Beutlin! Ja, Bobo Beutlin auf TV! Gag! Du bist tot. 2000 Schaden-Hit. Nee, so das 6-fache von deinem eigentlichen Leben. So derbe unnötig. Mit so etwas hättest du rechnen müssen, wenn, als du mich angerufen hast. Ich weiß, ist ja auch gut so. Wow, da ist schon wieder so eine getriggerte Szene gewesen. Ein Zombie kommt um die Ecke gefetzt und kriegt einfach mal gleich einen Betonklotz in die Fresse. Der typische Gag. Hallo. Amboss auf die Fresse. Oder eben was total Schweres. Damit bin ich der Übermensch. I am the Übermensch. Ich habe Munition gefunden, die ich nicht will. Ich habe meine Klopp-Kacke. Das reicht mir. Pack. Okay, hier kann man nicht rein. Exam Room, da kann ich auch nicht rein. Police Line, do not cross. Natürlich darf ich da rein, aber sonst nirgends. Einfach do not cross. Natürlich gehe ich da rein. Nicht cross anbraten. Toll. Wow, ich habe Maschinengewehrmunition gefunden. Und schön. Was kann ich hier noch finden? Nichts. Kann ich sonst nicht. Weißt du, was mal schön wäre? Was? Wenn er stünde. Wenn dann, ja, wenn er stehen würde. So. Oder gutes so. Deutsch, aber, ne? Wenn da stehen würde, Zombies, do not kill. Access denied. Denied.
Ich brauche einen fünfstelligen Code. Wo soll ich den herkriegen?